aber leider noch 3 Stunden Fahrt vor uns und ja, yippie. Wir sind jetzt gerade am Bahnhof in Bonn angekommen, noch 3,5 Stunden Zugfahrt. War echt ein bisschen anstrengend, zu viele Zwischenstopps, aber war eigentlich mit dem ICE was ganz schön. Jetzt geht's zum Interview zur Katja Convents. Wir sind schon ganz gespannt und ganz aufgeregt und freuen uns schon total drauf. Ja, also unser Interviewtermin ist jetzt vorbei. Ist echt super gelaufen. Wir haben so viel Information und das auch noch von einer so liebenswerten Frau, so wie wir jetzt die Katja Convents kennengelernt haben. Ja, auf jeden Fall waren wir gerade essen. Wir haben gerade unsere Mittagspause gemacht. Also, ist ganz niedlich hier. Jana hat ihre Schuhe getauscht, weil sie totale Fußschmerzen hatte. Und meine Füße tun auch echt richtig dolle weh langsam. High Heels sind gerade echt nicht so mein Ding. Ich bin es total nicht mehr gewohnt, hochzulaufen. Und ich weiß nicht, wie ich den Rest des Tages auf diesen High Heels, auf dem Pflasterstein hier überleben soll. Bevor es jetzt weitergeht, haben wir uns noch einen Kaffee geholt. Von Starbucks, so wie es sein muss. Gibt es hier in Bonn ja zum Glück auch. Bei uns leider nicht, aber umso besser hier. Nach Wolfsburg, back home, und unser Zug steht da schon und da werden wir jetzt einsteigen und dann werden wir noch mal 3,5 Stunden im Zug verbringen, aber die werden wir uns schön machen mit Bildauswahl und schon mal ein bisschen redaktionellen Teil, damit ihr dann auch bald unsere Interviews lesen könnt.